Ja, liebe Modellbahnfreunde, unser Rundgang auf der Messe hier in Nürnberg setzen wir fort am Stand von Heris. Und da begrüße ich wie immer ganz traditionsgemäß an meiner Seite Iris und Helmut Richthammer. Dann wünsche ich erstmal einen schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Buttich. Wir freuen uns sehr, Sie wieder hier auf der Spielwarenmesse zu treffen und die kleine Tradition der Messeberichterstattung aus erster Hand fortzuführen. Voriges Jahr war es so, hatten Sie überrascht mit den russischen Weitstreckenwagen. Jetzt habe ich gesehen, das Produkt wurde um viele Wagen erweitert. Um was geht es denn da? Ja, Heris baut auch in diesem Jahr aus den Neuheiten die Schwerpunkte des Programms aus, speziell eben bei den russischen Wagen, bei den Breitspurwagen, bei den europäischen Güterwagen, bei den Silofahrzeugen und bei den Dienstbahnfahrzeugen. Das ist ja eine Menge Holz. Bleiben wir mal bei den russischen Breitspurwagen. Gibt es die also auch in anderen Bahnverwaltungen? Ja. Wir haben, wie Sie ja im Hintergrund wahrscheinlich schon sehen, aber nachher auch gleich im Bild nochmal extra vorstellen werden, im letzten Jahr vorgestellt den Reisezug Moskau-Berlin. Da sind wir jetzt in der dritten Folge angekommen und diesmal zum ersten Mal mit eben neuen Ländern, damals natürlich noch in der Sowjetunion, aber auch dort gab es eben unterschiedliche Farben auf den Wagen dann schon, speziell dann zum Ende hin, Aserbaidschan, Kasachstan und so weiter. Diese bilden wir jetzt zum ersten Mal als Abschluss dieses Projektes nach. Und dann haben wir noch etwas ganz Besonderes. Die Ammendorfer Wagen wurden ja nicht nur in die Sowjetunion geliefert, sondern auch nach China und in die Mongolei. Und wir bieten zum ersten Mal eben einen mongolischen Reisezug an. Ist denn das jetzt ein Wunsch der Modellbahner gewesen, der an Sie herangetragen wurde? Oder sagen Sie, nee, das war so erfolgreich im vergangenen Jahr, setzen wir einfach andere Bahnverwaltung fort? Gut, ja. Das muss man ganz einfach so sagen. Es war erfolgreich, das ist sicherlich richtig. Und diese Wagen sind natürlich auch in unserem China-Programm ein ganz fixer Bestandteil. Und diese mongolischen Wagen ist eigentlich eine Übernahme aus dem China-Programm. Ich weiß nicht. Ja, und da sind wir natürlich auch total gespannt, ob die mongolischen Wagen auch ihre Freunde hier vor allen Dingen, hier sieht man sie im Bild, ob die auch ihre Freunde hier in Europa finden. Weil der Zug Ulaanbaatar, der ist also in China, mein Mann sagte das gerade schon, der ist also in China schon ausverkauft. Und in China ist der mongolische, also die Wagen, der fährt von Ulaanbaatar nach Peking. Und das ist also dort in China kein Exot, der ist dort eben nicht spektakulär, so wie er es eben in unseren Breiten ist. Und deswegen sind wir natürlich total gespannt, wie diese exotischen Produkte, also wie unsere mongolischen Wagen eben hier in Europa ankommen. Ich kann mir vorstellen, zumindest was wir auch schon so teilweise auch bei anderen Herstellern gesehen haben, dass gerade die russischen Wagen so ein bisschen momentan so der Renner sind, beziehungsweise wohl doch die Leute da sind, die das also auch kaufen. Und diese Erweiterung auf auf China und Mongolei, denke ich mal, ist schon ein kleiner Hingucker. Ja. Neben den Personenwagen gibt es ja auch im Güterwagenbereich Neues oder mal im Bahndienstfahrzeugen, muss man ja genauer sagen. Was ist es denn? Also bei den Bahndienstwagen, wie meine Frau ja schon sagte, ein weiterer Schwerpunkt unserer Produktion, haben wir speziell, was diesen Sektor russische Wagen angeht, eigentlich zwei Sachen. Wir haben zum einen dieses Set der Kuppelwagen, und den Messwagen, genau, aber die russischen Wagen haben natürlich eine andere Kupplung. Und wenn es eine Havarie gab oder irgendwo ein Wagen rausgesetzt werden musste aus dem Zug, konnte ja die bei der DR oder auch bei der DB, was speziell den Einsatz der russischen Kesselwagen, die wir ja auch im Programm haben, angeht, die konnten ja nicht einfach dann von normalen Loks weggeschleppt werden. Und da gab es eben die sogenannten Kuppelwagen. Auf der einen Seite unsere deutsche Regelkupplung und auf der anderen Seite die russische Mittelkupplung. Und das ist natürlich, denke ich, ein wichtiger Baustein in diesem Apparat. Und die andere Seite, das ist bei den russischen Lokomotiven, die ja in der DDR unterwegs waren, in einer Fülle, da brauchte man morgens, bevor die auf die Strecke gingen, immer einen Leistungstest. Und dann haben die Reichsbahnen, weil die natürlich immer verschoben wurden, keine festen Installationen vor, sondern baute die in alte Rekowagen ein. Und diese Situation kann man als Modellbahner ganz leicht nachgestalten. Man nimmt eben unseren Rekowagen mit der passenden Inneneinrichtung jetzt dafür
wo dann eben auch dick dieses Messwagen draufsteht und kleine Treppe hoch, weil die wurden einfach ans Gleis neben dem Ausfahrgleis der Dieselloks hingestellt. Und dann wurde die Maschine einmal hochgefahren. Die haben geguckt, ob alles stimmt. Wenn ja, durfte sie raus. Wenn nein, musste sie zurück und eine andere wurde rangezogen. Ja, und wenn die Loks verschoben wurden zu einem anderen BW oder zu einer anderen Einsatzstelle, dann ging der Wagen einfach mit denen mit. Apropos Kesselwagen, da gab das Stichwort für mich eigentlich, ich muss es mal etwas höher setzen, im Silowagenbereich gibt es ja dann auch noch was Neues. Ja, Sie haben ja schon gehört, Silowagen, ganz wichtiger Bestandteil unserer Produktionskette. Wir sind, ich würde mal sagen, die Firma mit 5 verschiedenen Silowagenmodellen, also schon ganz, ganz wichtig. Ich denke mal, aber wir haben es jetzt nicht, wir haben es jetzt nicht bei den Mitbewerbern durchgezählt, aber ich denke, aber da kommen schon ein paar, ne? Zusammen. Wir sind und führend, ja. Ja, ich denke mal, da haben wir mit dem neuen Silowagen eine ursprüngliches Schweizer Design. Es ist ein Zementtransporter, der für die schweizerische Zementindustrie entwickelt wurde, dort auch gebaut wurde und jetzt eigentlich europäische Verbreitung findet, dadurch, dass die VTG für ihre, die haben eine eigene Instandhaltung und eigenes Werk zum Fahrzeugbauen, dies übernommen hat und in Deutschland jetzt massenweise diese Silowagen herstellt und die jetzt eben entsprechend auch in 5, 6 verschiedenen Versionen schon im Einsatz sind. Wir haben sehr schönen Farbklecks, diese rot-weiße Saint-Gobain-Kombination. Das ist ein Zug, ein Ganzzug, der immer abwechselnd mit diesen Farben fährt. Das wird wieder ein Hingucker. Das sind natürlich jetzt bei den Baustoffen die Brüder zu unseren Glastransportwagen von Saint-Gobain, die jetzt in Schneeweiß natürlich auch als Ganzzug ein toller Hingucker sind. Wir haben nur Hingucker. Ja, hoffentlich, das sollen die lieben Eisenbahnfreunde ja auch dann so entsprechend sehen und würdigen und kaufen. Entschuldigung. Dann, wie gesagt, gibt es von Holcim die weißen entsprechenden Silowagen. Und dann kriegen wir, wie gesagt, Grauen noch in der ersten Reihe und deswegen haben wir jetzt bei den Mustern auch diese 3 Farben erstmal aufgebaut und das wird dann später natürlich, klar, wir leben von den Varianten, weiter fortgesetzt. Kommen wir nochmal zu den Bahndienstfahrzeugen zurück. Dann fallen ja erstmal eine Reihe von Schneeflügen auf und einer sticht ganz besonders hervor. Ja, wir hatten ja begonnen mit dem normalen Schneepflug Meiningen. Im letzten Jahr werden sich die Kunden sicherlich an das schöne Bildchen erinnern, wo der Gealterte zu sehen war. Und da haben wir versucht, jetzt noch mal eine Stufe mehr umzusetzen. Ich gucke da drüben schon hin, nachher werden Sie Ihnen ja ein Bild detailliert vorstellen. Wir haben jetzt einen Schneepflug nachgebildet, der richtig abgekämpft von der Arbeit zurückkommt. Noch mit Schnee beladen, ein bisschen vorne noch hängt was oben drauf von dem Fahrtwind, der ganze Schnee am Dach. Das ist ein Modell, das ein Leipziger, ja man kann schon sagen Modellbahnkünstler in Handfertigung macht, in 4-stufigen Aufbau. Davon gibt es eine 500er Sonderserie, die jetzt schon, muss man sagen, leider oder zum Glück für uns, von der Vorbestellung her fast komplett wegreserviert ist. Das wird also sicherlich wieder mal ein Highlight für so ein kleines Diorama auf einer Strecke. Ich denke, dieser Wagen wird nicht seine Freunde finden. Dieser Wagen hat schon seine Freunde gefunden. Ja, das Wort leider setzt sich eigentlich so um, dass die anderen zu spät gekommen sind. Das ist dann leider zu spät, aber das macht ja Hoffnung, dass sie die Serie nochmal neu auflegen können und so weiter. Das war so. Aber man muss halt auch mutig sein. Ah ja, schon klar. Man muss halt auch dann den Markt auch bedienen. Ja, dann haben wir noch, wir machen mal einen Ausflug in die DDR. Kinowagen ist mir noch ein Begriff. Ein Kinowagen gibt es auch im Angebot. Was ist denn das? Ja, also es ist natürlich einer der Exoten wieder im Programm, Kinowagen DR. Sie müssen sich das bitte so vorstellen, wenn aus Berlin die großen Züge mit den Arbeitern losgefahren sind, um zum Beispiel Schwarze Pumpe oder wo hinzufahren, dann hing sehr oft im regulären Zugverkehr dieser Wagen dran und man konnte sich eine Stunde einen Film angucken, entweder über heldenhafte Arbeiter oder den Kampf im Aufbau des Sozialismus. Augenzeugen vergessen. Genau, und da haben wir gesagt, Mensch, das wäre doch mal was, das nachzubilden. Wir haben ihn jetzt als rohes Handmuster hier stehen, er ist noch nicht mit dem kompletten Druck versehen, aber
Ich denke, allein durch seine Farbgebung, die verschiedenen Aufdrucke, wird das auch wieder ein nettes Modell werden. Den bieten wir in H0 und in TT an, weil wir müssen natürlich auch Neuheiten für den TT-Freund bringen, das ist ja völlig klar. Und wir setzen dann noch einen oben drauf. Die Reichsbahn hatte ja, so wie alle großen Unternehmen, auch eben ihre Parteischulungen durchzuführen. Und dann haben die gesagt, okay, wir haben ja genug eigene Fahrzeuge, wir machen sogenannte Propagandazüge. Gibt es ja entsprechende Literatur dazu und wir überlegen, wie man das kombinieren kann. Und dann haben wir herausgefunden, oh, zum Glück haben wir ja den Behelfswagen. Und Kinowagen und Behelfswagen wurden sozusagen eine Zweiereinheit zusammengefasst, in den Bahndienstsektor aufgenommen und fuhren dann eben die entsprechenden Reichsbahnwerke oder entsprechenden Einrichtungen an, machten dort eben die Schulungen. In dem Behelfswagen wurde dann diskutiert, hoffentlich auch hinterher ein bisschen noch flüssiger diskutiert. Und vorher wurde halt in dem Wagen, dem Kinowagen, noch der passende Film dazu angeguckt. Nun haben wir ja eigentlich die wesentlichsten Neuheiten durch. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, liebe Iris, lieber Helmut Richthammer. War toll, wieder hier gewesen zu sein. Und ich denke, die Wagen sind nicht nur Hingucker, sondern es ist ein Muss. Wir hoffen es auch. Herr Buttig, vielen Dank fürs Kommen und vielen Dank, dass Sie unsere Heeresfreundinnen und Freunde wieder informiert haben. Danke. Ja, diese Information aus erster Hand, wir wissen es von vielen E-Mails, schätzen die Kunden sehr. Und ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, man weiß ja dann durch den Film immer, wo man was kriegt. Das kann ich diesmal nur wieder unterstützen. Und ich denke mal, wenn wir gesehen haben, wie sehr groß der Erfolg jetzt mit dem polnischen Reisezugwagen war, wie sie im letzten Jahr angekündigt hatten, hoffe ich, denke ich, dass wir da das ein oder andere Mal das wiederholen werden können. Also vielen Dank. Wir können uns nur tausendmal bei Ihnen bedanken. Genau. Und an unsere Freunde. Danke.